Moin Leute und willkommen zu diesem neuen Video von Need for Speed Rivals. Und wir gucken weiter in der Übersicht. Wir waren jetzt gerade eben bei 5 und wir gehen weiter mit 6. Ein richtiges Auto brauche ich jetzt. Das Auto muss dann auf jeden Fall wechseln auf Stärke. Also entweder den 2014er Mustang GT, die Statistik sagt, das Auto hat hier bessere Chancen. Also die Chevrolet Corvette. Stingray. Was sagen uns die Sachen? Direkt auf Level 2 updaten. Und die Shockwaves auf Level 2 updaten. Dann haben wir nur noch personalisieren. Also mir gefällt so ein Gelb. Das ist nämlich perfekt für die Corvette. Was haben... Nee. Nein. Das war's. Leistungsupgrade. Ich keins upgraden, aber wir machen jetzt erstmal den Interceptor und zwar mit Bedrohung auf Stufe 1. Mit Stufe 2 sind wir anscheinend noch nicht so weit, aber irgendwann ist es dann soweit. Dann hoffe ich, jetzt wird das ein richtig spannendes Rennen. Also so sieht die von hinten aus und vorne super schöne Xenonlicht. Okay. Super sagen oder wir fangen an. Let's go. Und da kommt der Kopf schon. Also wir bewegen uns schon mal keinen Zentimeter. Ich dachte ich. Dann wird das viel schlimmer. Beim Fahren hat sich das immer besser. Ja, so wie ich dir, so wie du mir, so wie ich dir. Bam. Also den habe ich sehr schnell weg. Und dann noch Gold bei Interceptor, das schaffe ich auch noch. Komm. Ey, den hat der jetzt pariert. Das schaffe ich und das war's. Wagen ist weg. Und das nur in einer Minute geschafft, das Ganze. Cool. Aber jetzt wollen wir auch ein bisschen fahren, natürlich. Unsere Kilometer hier drauf kriegen. Und wir haben jetzt einfach so die gerade Zeit vor. Oh. 90 Grad treffen. Von hier. Das glaubst du doch selbst nicht. Das war's. Und zurück ins Versteck. Ab ins Versteck. Also das ist wohl die kürzeste Episode, die ich je gemacht habe. Mit nur einer Minute, das ist ja echt sau wenig. Also die Punkte sagen eindeutig 30.000 und wir haben sogar in dieser kurzen Strecke haben wir satte 229 km geschafft, also super. Kann man nicht mehr meckern. Und wir sammeln unsere Speedpoints schon sehr gut an, wir haben 182.000, also das ist super. Und wir wollen auch so schnell wie möglich aufbauen auf die ganzen Speedlist, also ich freue mich schon auf das nächste Auto, was sein wird. Also das Movie Car kann sich schon freuen, wenn die Speedlist erst zulässt. Sonst... Was ist eigentlich mit dem Video? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen und sonst abonniert den Kanal, damit ihr keinen Need for Speed mehr verpasst und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.